Mein Kollege und ich fahren vom Krankenhaus mit unserem ersten Patienten, den wir dort abgeliefert haben, wieder zurück Richtung Rettungswache. Wir sind zu einem Krankenhaus gefahren, das war etwas weiter weg, weil der Patient sich gewünscht hat, dahin zu fahren und das auch medizinisch vertretbar war, ihn dahin zu bringen. Naja gut, wir fahren auf jeden Fall zurück und quatschen so ein bisschen und bla und süß und labber, labber, labber. Und mit einmal, paff, boom, boom, paff, bang und das Auto am Ruckeln, wie verrückt. Mein Kollege ist ja gefahren, erstmal eine Bremsung gemacht und erstmal angehalten. Ach du Scheiße, was war denn das? Wir gucken aus dem Seitenspiegel auf der Beifahrerseite und ich denke, was ist denn das? Wieso ist denn da was auf? Naja, lange Rede, kurzer Sinn, wir steigen aus dem Rettungswagen und ihr kennt auf der rechten Seite ist doch die Außenfachtür, wo man für den Schnellangriff den Rettungsrucksack, Sauerstoff, EKG und so weiter rausholen kann, ja. Und diese Tür hat sich leider Gottes von ganz alleine geöffnet, weil das Schnappschloss anscheinend kaputt gewesen ist. Hat sich geöffnet und naja, wie soll ich das sagen? Auf der rechten Seite haben ein paar Autos geparkt. Ja, und dadurch, dass die Straße etwas schmal war, sind wir natürlich auch sehr weit rechts gefahren. Ja, und den Rest könnt ihr euch sicherlich denken. Das Problem war, was da geparkt hat, war Mercedes, BMW und so weiter. Und das waren alles die neuesten Modelle. Ich glaube, wir haben 5 Autos mit der Außenfachtür erwischt. Ne? Klar, die Außenfachtür, die war natürlich auch etwas lidiert, könnte man so sagen. Aber die Autos, die da standen, die haben ordentlich was abgekriegt. Die waren zum Teil echt zerkratzt. Die ganzen Spiegel waren alle ab. Ne? Ist eigentlich gar nicht lustig. Aber diese Situation, dass sich diese Tür da selbstständig gemacht hat, haben wir auch soweit noch nicht erlebt. Ne? Wir haben dann die Polizei zur Einsatzstelle geholt und selbst der Polizist ist ausgestiegen, hat das gesehen, hat unsere Version gehört, fing an zu lachen und sagt, na, soll ich euch jetzt mal pusten lassen oder soll ich beim Rettungswagen gucken, ob der irgendwelche Drogen genommen hat, weil der einfach seine Tür von alleine aufmacht. Ja, liebe Freunde, manchmal kann die Technik wirklich versagen und dann kann das auch richtig teuer werden. Aber genau für solche Vorfälle sind wir ja zum Glück gut versichert, nicht wahr?